Ja, Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats. Ich habe die Nacht hier gut überstanden. Bin ja gerade auf dem Weg auf den Dosso dai Galli hoch. Das konntet ihr im letzten Video sehen. Und jetzt gerade mache ich mir hier ein kleines Frühstück, bevor ich dann meinen Weg zu der verlassenen Radarstation aufbreche. Ich werde euch dann die ganzen Details nochmal erklären für diejenigen, die jetzt im letzten Video nicht reingeschaltet haben. Wie gesagt, ich bin gestern hier noch hochgefahren. Ich habe gar nicht vorgehabt, so weit hochzufahren. Ich wollte eigentlich dort unten im Tal irgendwo schlafen, habe mir aber dann entschieden, doch noch bis hier rauf zu fahren. Ihr könnt ja schon sehen, dass ich relativ weit oben bin. Gestern war ich hier komplett in den Wolken und im Nebel. Und hier vorne, da ist eine Straßenblockade. Ab hier kann man nicht weiterfahren, es steht hier nochmal drauf. Also der Pass ist geschlossen, obwohl wir jetzt schon Pfingsten haben. Und mein Weg führt mich auf dieser Passstraße zu Fuß eben jetzt dann weiter, nachdem ich gefrühstückt habe und meine Körperpflege hinter mich gebracht habe. Und ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe, die Radarstation zu erreichen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schnee oben noch liegt und wie der Weg so verlaufen wird. Aber ja, ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich habe das Ganze schon mal versucht und da habe ich es nicht geschafft. Deswegen jetzt der zweite Versuch. Da ist es so ein Hotel. Ich vermute mal, dass das so ein Winterhotel ist. Die sind momentan irgendwie außer Saison. Da sind aber doch ein paar Leute da, die da nach dem Rechten sehen und das da irgendwie so auf Sparflamme betreiben. Da ging es ziemlich ab gestern. Also die haben ewig laute Musik gespielt und haben auch in der Nacht um 2 oder 3 rumgeschrien wie die Irren. Kam mir schon fast ein bisschen wie bei Texas Chainsaw Massacre vor oder bei Hostel. Dann war mir nicht ganz sicher, ob ich die Nacht unbeschadet überstehen werde, aber hat ja alles geklappt. Also, dann geht's jetzt los. Drückt mir die Daumen, dass es diesmal gelingt. Schaut mal, wie hier der Beton durch die Witterung runtergefressen ist. Das ist eigentlich oben kantig und glatt und es ist total abgerundet. Da sieht man richtig, wie das so rausgefressen ist. Ich habe auf alle Fälle weitaus bessere Bedingungen wie der Shai und seine Jungs in ihrem Video damals, wo die hier hochgelaufen sind, war hier komplett alles mit Schnee voll. Ganz hinten kann man ein kleines bisschen Schneefelder erkennen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Kilometer das eigentlich sind, die ich laufen muss. Aber ich denke mal, dass ich wahrscheinlich schon 2 Stunden unterwegs sein werde. So soll die Mauer normalerweise aussehen. Die Radarstation kommt ins Bild. Da oben kann man die Schilde erkennen auf der Gipfelspitze. Kleines bisschen Schnee liegt noch oben, aber nicht so viel. Erneute Straßensperre. Auch nochmal hier heroben. Hier muss ich komplett hoch und dann hinten rum um den Berg. Ihr könnt sehen, wie schnell das Wetter hier oben umschwenkt. Mir war es vorher so warm, dass ich mir bis aufs T-Shirt ausziehen musste. Und jetzt bin ich schon wieder komplett in den Wolken und im Nebel drinnen. Aber die Aussicht ist schon grandios. Geiler Wasserfall, der da unten ins Tal reinstürzt. Ich laufe jetzt seit circa einer Stunde
Und die Radarstation ist noch immer ewig weit weg hier oben auf dem Gipfel. Der Weg geht hier weiter, hier runter und dann nochmal um den ganzen Gipfel da drüben rum. Irgendwie ein majestätischer Anblick, wie diese Radarstation da oben auf diesem Gipfel thront und jeder Wetterlage trotzt. Da vorne ist jetzt so einer, der repariert hier diese Leitplanken, der bessert da was aus. Das da unten müssen zugefrorene Bergseen sein. Das Wasser hört man schon ein bisschen rauschen, der vordere ist schon mehr aufgetaut. Hier ging auch ein kleines bisschen Geröll ab. Ich finde es allerdings ziemlich übertrieben, dass der Pass noch komplett gesperrt ist, weil er ist eigentlich weitestgehend frei. Also es sind minimale Anteile, wo die Fahrspur ein kleines bisschen auf der Seite drüben vom Schnee bedeckt ist. Aber man könnte hier locker auch mit einem normalen Auto um die Jahreszeit schon hochfahren. So, Endspurt, Leute. Hier müssen wir jetzt auf den letzten Kilometern befinden. Rechts über uns sieht man die Schilder der Radarstation. Der Weg geht jetzt hier nur nach vorne. Und hier vorne muss irgendwo ein steiler Weg nach oben zur Radarstation führen. Ich komme von da vorne. Hier ist jetzt der Abzweig, wo es auf die Station hochgeht. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Schei und seine Jungs in ihrem Video nicht aus der Richtung kamen. Die sind nämlich unter so einem offenen Tunnel durchgelaufen, der auf meiner Strecke nicht war. Allerdings waren die auch bei dieser Quarzmine in Collio unten. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, die wären meine Route gelaufen. Aber scheinbar war es doch eine andere Route. Die ehemalige Auffahrtsstraße ist komplett mit Schnee bedeckt, auf der ich gerade laufe. Und jetzt sind da keine Spuren zu sehen. Das heißt, dass hier schon seit einiger Zeit keiner mehr oben war. Vor mir jetzt. Es ist mega anstrengend, auf diesem angetauten Schnee zu laufen. Man muss ja echt aufpassen, dass man nicht wegrutscht. Es geht ja ziemlich schräg zur Seite hinweg und von der eigentlichen Straße ist fast nichts mehr übrig. Die Leitplanken sind alle niedergedrückt. Ich laufe jetzt gerade querfeldein einen Hang hoch, weil ich gerade bis zu die Knie in den Schnee eingebrochen bin. Und das ist noch weitaus angenehmer, als wie auf diesem rutschigen Schnee hochzulaufen. Ich bin so außer Atem, vollkommen im Arsch. Ich habe jetzt übrigens ziemlich genau 2 Stunden gebraucht, um hier hochzulaufen. Ja, yeah, Leute, ich habe es tatsächlich geschafft. Wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich schon mal versucht. Das war ein ganz schlimmer, regnerischer Tag, eiskalt. Waren wir schon den ganzen Tag unterwegs, wollten dann hier rauf. Da war auch noch diese Blockade. Und wir haben dann entschieden abzubrechen. Da waren wir davor auch schon in den Minen unten im Tal unterwegs. Ich war damals mit einer Freundin unterwegs. Der ging es gesundheitlich auch nicht so gut. Die hätte zwar an der Blockade auf mich gewartet. Ich konnte aber zu dem Zeitpunkt auch nicht abschätzen, wie weit es hier hoch ist und wie lange ich laufe. Deswegen haben wir es dann komplett gecancelt, weil ich es jetzt auch nicht im Auto warten lassen wollte bei den Temperaturen. Und da haben wir damals abgebrochen. Tja, aber jetzt hat es geklappt. Manchmal braucht man einen zweiten Anlauf. Ist mir bei der einen oder anderen Radarstation in Kroatien und Bosnien auch schon so gegangen, weil ich entweder aufgehalten wurde von der Polizei oder weil es aus Gründen der Witterungslage nicht möglich war. Jetzt muss ich erst einmal eine kleine Pause machen. Ich bin komplett ohne einmal zu pausieren durchgelaufen hier hoch.
Jetzt habe ich ausführliche Drohnenaufnahmen gemacht und ja, der Aufstieg, der hat sich auf alle Fälle voll und ganz gelohnt. Also ich bin echt happy, dass ich es durchgezogen habe. Ihr müsst wissen, ich bin nicht so der leistungsorientierte Typ. Ich würde zum Beispiel niemals auf einen Berg hochsteigen, nur damit ich sagen kann, ich habe jetzt als Mensch diesen Gipfel bezwungen oder ich kann jetzt am Gipfelkreuz stehen. Das hat für mich null Reiz, sowas. Aber gerade sowas wie diese Radarstation, das macht für mich dann den Reiz aus. Und für solche Sachen nehme ich das auch gerne in Kauf, aber nicht nur, damit ich sinnlos, also in meinen Augen sinnlos, irgendwelche Höhenmeter auf meiner Highscore-Liste drauf habe. Sowas interessiert mich gleich null. Also das muss schon mit irgendwas in Verbindung stehen, was mich ja wirklich interessiert. Und das hier hat sich auf alle Fälle rentiert. Jetzt können wir dann auf alle Fälle mit der Erkundung weitermachen. Drohnenaufnahmen sind, glaube ich, ziemlich gut geworden, soweit ich das gerade auf dem Handy beurteilen konnte. Jetzt schauen wir mal, wo sich der Eingang in das Hauptgebäude befindet. Das scheint mal ein Waschraum oder eine Küche gewesen zu sein. Der ganze Boden ist übrigens voll Scheiße. Das heißt, da müssen irgendwelche Tiere einen Schutz herin suchen. Oh, hier haben wir die Toilette. Dusche. Also alles, was hier so matscht, ist Scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Das war eine Garage. Da ist da das Rolltor noch herunten. Geiler Anblick. Und hier ist man hochgekommen. Das war das Einfahrtstor. Dann ist man hier reingefahren. Und hier waren dann die Garagen. Und hier ist der Strom wahrscheinlich rausgekommen. Da waren mit Sicherheit auch Kameras, Überwachung, Licht installiert, alles. Stacheldraht kann man hier nur sehen. Ich bin da vorher auf der Rückseite in das Gebäude rein und dann hier wieder raus. Jetzt laufen wir mal da hoch und schauen wir mal, was sich da drin befindet. Ich glaube, dass da die ganze Technik von der Anlage drin gewesen sein muss. Gehen wir erstmal in den nach vorne gerichteten Teil. Das berühmt-berüchtigte Stehklo.
okay, hier riecht es noch immer nach Öl. Da waren wahrscheinlich die Tanks drauf für das Nordstromaggregat. Bin immer ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob das Dieselgeneratoren waren oder was. Das ist ein seltsamer Bereich. Es schaut fast aus, als wenn hier nochmal nachträglich ein Anbau draufkommen wäre. Seht ihr das? Da ist hier eigentlich so ein Vorsprung. Aber echt krass, wie es noch heute nach dem Benzin oder Öl riecht hier drin. Da drauf war niemand hier. Das sieht man auch noch, wie hier die Leitungen und Rohre nach oben weggingen. Über die Treppe kommt man jetzt wieder in den Bereich runter, durch den ich vorher schon durchgelaufen bin. Das heißt, dann können wir hier umdrehen und weiter nach oben in Richtung der Radarschüsseln gehen. Hier geht jetzt ein langer Weg nach oben, leicht ansteigend. Hier ist auch noch ein bisschen was von den Installationen erinnern. Und hier ist die Verbindung nach draußen. Da geht es zu diesen vorgelagerten Antennen oder was das sind, keine Ahnung. Vermute mal, dass hier eine Kabeldurchführung war, eine abgedeckte, die hier rausging. Das war dieser langgezogene Gang, durch den ich durchgelaufen bin vorher, bis ich dann in den Bereich reinkommen bin. Da, wo ich gesagt habe, da ist so eine Kabeldurchführung zu diesen zwei Masten hier vorne gewesen. Das ist auf alle Fälle eine spektakuläre Anlage, wobei ich ja sagen muss, dass ich die ex-jugoslawischen Radaranlagen beziehungsweise Richtfunkanlagen noch mehr interessanter finde, da die meistens mit einem ausgedehnten unterirdischen Bunker- und Stollensystem kombiniert sind. Also die haben eigentlich fast in jedem Fall noch mehr unterirdische Gänge und Anlagen, wo man reingehen kann. Das macht es natürlich noch mehr ein bisschen aufregender. Jetzt gehe ich mal noch mal vor und schaue mal vorne noch in den ersten Stock rauf. Was ich nämlich noch nicht gefunden habe, war dieser Bereich, wo Poison und Shai übernachtet hatten in ihrem Video. Mit der Zeit habe ich es, glaube ich, auch ganz gut erwischt, denn von da vorne kommen jetzt schon viele dunklere Wolken. Das könnte sein, dass das in einer halben Stunde hier alles im Nebel liegt oder es regnet. Dann wäre es nämlich nichts mehr gewesen mit den Drohnenaufnahmen. Hier ist der Aufgang, den hatte ich vorher nicht gefunden. Oder das hast du nicht gefunden. Ich bin einfach blind dran vorbeigelaufen. Das müssen da Quartiere gewesen sein. Heizkörperlinge drin. In dem Video, wo die hier im Winter oben waren, da hatten die auf solchen Liegen geschlafen. Bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt vielleicht sogar eine von denen war. Die hatten dann nochmal die Fenster ein bisschen verbarrikadiert, provisorisch. Der Raum kam mir aber in deren ihrem Video größer vor.
Na, hier liegen auch noch zwei solche Feldbetten, also eine Pritschen hier drinnen. Und hier ist da noch eine, da sieht man, dass hier das Fenster zugemacht worden ist. Müsste mir jetzt fast das Video nochmal anschauen, ob das hier war. Da haben die das mit einer Plane zugemacht, ein Löffel liegt hier noch am Boden rum. Und mit dem Zeug meine, war das Fenster hier ein kleines bisschen verbarrikadiert. Vielleicht war es der Raum. Könnte der gewesen sein. Gibt da noch ein Dachgeschoss. Da stinkt es ziemlich modrig. Und irgendwie so verkohlt hier oben. Ja, da könnte man aufs Dach hoch. Liegt da alles drin? Weinflaschen. Schauen wir hier das Gitter, das waren wahrscheinlich so Depoträume, da war das Zeug verschlossen herin. Hier hinten irgend so komisches weißes Pulver in einem Karton drinnen. Aber ansonsten ist ja nichts Interessantes mehr. Alte Stoffdecke, ein Geschirrspüler und hinten so ein Lagerregal. Kann man ja sehen, wie rudimentär das Ganze hier gebaut worden ist. Also viel Schnickschnack ist da nicht herin. Was war das? Umspannkasten vielleicht? Kann man nur die Keramikspulen sehen. Boah, scheiße Leute, jetzt bin ich gerade hier drüber und bin bis hier oben, bis hier, bis zur Hüfte mit einem Bein in dieses Loch da reingefallen. Unterm Schnee, der ist unten schon weggetaut und ausgehöhlt. Da ist ja irgendein, keine Ahnung was das ist, so eine Stange ist da drinnen. Also das kann echt scheiße rausgehen. Ich versuche jetzt hier zu laufen, wo so Mauern sind, wo ich zumindest davon ausgehe, dass irgendwie ein bisschen was drunter ist. Bevor ich mir hier einen ganzen Fuß an irgendeinem alten Metall aufschlitze. Ich beginne jetzt wieder mit dem Abstieg. Lauf hauptsächlich auf nicht beschneiten Flächen, damit nicht nur mal sowas passiert wie gerade. Und wenn ich unten bin an meinem Auto und dann danach irgendwann wieder in der Zivilisation, also von dem Punkt, wo ich mein Auto abgestellt habe, bis zu dem Punkt, wo ich sage, da könnte man eventuell was zum Essen kriegen, ist das mit Sicherheit nur mal eine Dreiviertel bis eine Stunde Fahrzeit. Da brauche ich dann echt was Vernünftiges zum Essen, weil gestern Abend nur diese 5-Minuten-Terrine, heute diese Instant-Cup-Nudeln, das ist natürlich nichts, wo der Körper Energie kriegt. Und irgendwie muss ich sagen, dass ich in meiner ganzen Planung dieses Mal so durcheinander und verpeilt war, dass ich ja gar nicht überrissen habe, mir einfach im Supermarkt irgendwelche Brötchen und Wurst und sowas mitzunehmen, dass ich mir eine Brotzeit machen hätte können. Das habe ich irgendwie komplett verplant, aus welchen Gründen auch immer. Naja. Wird Zeit, dass ich was in den Magen reinkriege. Ich bin jetzt einmal gespannt, wie lang der Abstieg dauert. Also hoch habe ich ja so ziemlich genau 2 bis 2,25 Stunden braucht. Runter müsste es eigentlich schneller gehen, obwohl ich auch noch mal ein paar Höhenmeter mit drinnen habe, weil der Weg nicht kontinuierlich nach unten geht. Der geht zwischendurch einmal wieder nach oben und dann wieder nach unten. Also ein paar Höhenmeter muss ich trotzdem noch mal ansteigen, jetzt auf dem Abstieg. Es tritt jetzt auch genau der Fall ein, den ich vorher gesagt habe. Die Wolken, die ziehen jetzt hier so krass von unten nach oben hoch, dass die Radarstation schon fast komplett eingehüllt ist. Also jetzt hätte ich keine vernünftigen Drohnenaufnahmen mehr hinbekommen, weil das Problem ist auch das, wenn ihr die Drohne da oben habt und es so neblig ist, dann könnt ihr euch auch nicht mehr orientieren beim Fliegen.
Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich glaube, dass hier ein Murmeltier sitzt. Ich habe gerade schon so komische Laute gehört. Ja, jetzt hat sich's bewegt. Das ist tatsächlich eins. Sobald die Sonne weg ist, wird es eiskalt, Leute. Vielleicht 5 bis 7 Grad. Und gerade hat es einen ordentlichen Blitz gegeben und einen Donner. Ich glaube, dass ich jetzt in ein richtiges Unwetter reinkomme. Ich habe meinen Poncho dabei. Aber das war gerade heftig. Das war direkt über mir. Ich hatte jetzt mega das Glück. Der Pickup, der jetzt da gerade hinten weggefahren ist, ich weiß nicht, ob man den noch gesehen hat, die haben mich jetzt von da oben mitgenommen. Das sind irgendeine Bergarbeiter gewesen, die wahrscheinlich da diesen Pass in Schuss halten. Und da habe ich einmal den Tramp-Daumen ausgestreckt, dann haben die mich mitgenommen. Das hat mir jetzt ungefähr ja, gute 1,75 Stunden Zeit gespart und auf alle Fälle auch einiges an Kraft. Und die haben mich jetzt hier ausgesetzt und jetzt kann ich hier zu meinem Auto noch runterlaufen. Also war jetzt echt gut, weil in dem Moment, wo die mich eingesammelt haben, hat es da oben so zum Blitzen und zum Donnern angefangen. Man sieht es jetzt auch, es kommt jetzt gerade komm ein Hagelkörner runter. Seht ihr das? Hagel jetzt. Habe jetzt echt Glück gehabt, dass die mich eingesammelt haben. Und jetzt wäre das schon stärkerer Hagel. Aber weit habe ich nicht mehr zu meinem Auto. Und dann ist Mittagsessen angesagt. 12.09 Uhr haben wir es jetzt. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich erst um, keine Ahnung, 1:30 oder 2 vielleicht hier an meinem Auto zurück gewesen. Da kommen schon wieder regelrechte Bäche überall die Straßen runter. Schüttet wie aus Eimern. Bin ja froh, dass ich gestern noch bei dieser Quarzmine war, weil da hätte ich jetzt bei dem Wetter auch keinen Bock gehabt, mich da drinnen rumzutreiben. Boah, fuck ey! Rechts jetzt im Bild wieder verlassene Minen, wie eine, die ich gestern erkundet habe. Können Sie mal ins vorherige Video reinschauen. Ich bin jetzt wieder in diesem Tal und dieses Tal ist halt gesäumt mit Lost Places, Wasserfällen, Wildbächen und Regenschauern, könnte man sagen. Wäre mal interessant zu wissen, wie viele Regentage im Jahr hier herinnen sind. Jetzt sieht man schon richtig, da vorne wird es jetzt wieder hell, wenn man aus dem Tal rausfährt. Habe jetzt gerade hier mein Auto abgestellt und ich hole mir jetzt halt wirklich so einen scheiß Kebab. Ich gurke jetzt seit Ewigkeiten rum, um irgendwo was zum Essen zu finden. Ich habe halt jetzt auch keinen Bock, in ein Restaurant zu gehen und mir eine Pizza oder Pasta zu holen. Da ist mir jetzt gerade überhaupt nicht der Sinn danach. Und jetzt hoffe ich, dass ich bei diesem Imbiss jetzt was kriege und dass er offen hat. Also, keine Ahnung. Ich habe immer geschaut, ob ich irgendwo was finde, aber es kam einfach gar nichts. Bei dem konnte ich nicht halten. Du musst wieder einen Kilometer in die Richtung runterfahren, um dann zu wenden. Es ist ja voll der scheiß Verkehr gerade. Drückt mir die Daumen, dass es jetzt klappt mit der Nahrungsaufnahme. Ansonsten muss ich wirklich in irgendeinen Supermarkt und mir irgendwie selber was holen zum Belegen. Aber da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Habt ihr gehört? Donnert noch immer. Ich zeige euch jetzt dann nochmal einen Blick in dieses Tal rein, aus dem ich rauskomme. Hier aktuell hat es jetzt schon wieder 23 Grad und es regnet nimmer, aber man kann das noch richtig sehen, wie das da hinten drin in die Berge hängt. Na, da hinten drin in die Berge kann man sehen, wo die Gewitter drin hängen. So, endlich Essen. Fetten Salat und Kebab dazu. Also das Essen war ganz akzeptabel und jetzt bin ich auf meinem weiteren Weg. Allerdings das Wetter ist eine Vollkatastrophe, also es wird und wird einfach nicht besser. Und ich muss auch zugeben, dass ich äußerst demotiviert aufgrund der Wetterlage bin, weil ich eigentlich diese Videoprojekte, die ich im Kopf habe, bei dieser Wetterlage einfach nicht umsetzen kann. Und ihr wisst es, ich mache kein so ein geschmiertes Van-Live-Video, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen und heiter Sonnenschein ist,
Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, bei dieser Wetterlage im Auto abzuhängen, ist äußerst uncool. Ich meine, ihr könnt vielleicht ein paar Bier trinken, aber ich habe das im ersten Video schon gesagt, es ist halt einfach alles dreckig. Ihr könnt euch draußen nicht wirklich umziehen, nichts draußen machen, vorm Auto. Ich habe zwar ein Tarp dabei, aber es ist trotzdem einfach schlammig und nass. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich eventuell abbreche und früher heimfahre. Ich hätte jetzt noch 2,5 Tage mehr Zeit, aber ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht. Ich möchte jetzt noch eine Nacht hier durchziehen. Schon aufgrund dessen, dass ich heute nicht nur mal 6 Stunden Auto fahren will, nachdem ich auf dieser Radarstation war, weil ich von der Konzentration her jetzt auch nicht mehr so bei der Sache bin. Das merke ich ganz einfach. Ich drehe jetzt mal die Kamera, dann könnt ihr mal das Dreckswetter sehen. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Das ist jetzt nicht einfach nur ein bisschen Nieselregen, sondern das ist halt einfach abartigster Sturzregen. Und das macht einfach, selbst wenn ihr da irgendwelche schönen Ortschaften an Gardasee durchgehen wollt, das macht bei dem Wetter einfach keinen Sinn. Und die Sache ist die, in dieses Tal, wo ich jetzt als nächstes fahren will, ist das auch so ein ganz verwinkeltes Tal, da kommt man sogar nur durch einen Tunnel rein. Das heißt, ich fahre jetzt dann da rein und ihr habt jetzt nachmittags um 3 oder 4 eigentlich schon so eine düstere Stimmung, als wenn es abends um 9 wäre. Und die Wettervorhersage sagt genau dieses Wetter bis morgen, keine Ahnung was, also Mittag oder so. Den kompletten Vormittag ist eigentlich auch nur scheiße angesagt. Da hinten drin habe ich auch keinen Empfang, also kann nicht am Handy rumspielen. Das heißt, ich stecke da irgendwie so wie Jonas im Wal fest und sitze in meinem Auto bei strömendem Regen. Also es gibt schon echt prickelndere Sachen, die man machen kann. Ich bin jetzt kurz vor meinem nächsten Spot, wo ich die Nacht verbringen möchte. Ich war gerade noch mal im Supermarkt, habe mir ein bisschen Kokosnuss und ein paar Bier geholt. Und an der Stelle werde ich das Video jetzt aber beenden, weil das sonst zu lange wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare und Abos freue ich mich natürlich wie immer. Und wenn ihr wissen wollt und sehen wollt, ob es weitergeht, dann klickt gerne in die nächste Episode wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.